Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einigen neuen Informationen, die ich aus Schweden aus dem Star Stable Hauptquartier mitgebracht habe. Denn pünktlich zum neuen Doyle's Abbey gibt es auch einige Informationen zu dem, was Star Stable so für die nächsten Updates angekündigt hat. Denn einige Sachen stehen ja noch aus, einige Sachen sind komplett neu, das habe ich euch ja schon mal in den Streams so ein bisschen so verlauten lassen. Aber jetzt kann ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen, denn ihr habt ja schon gemerkt, das Fortuna Festival kam dieses Jahr gar nicht. Und Star Stable hat gesagt, das wird sich auf jeden Fall noch ändern, denn vermutlich nächstes bis übernächstes Wochenmittwochs-Update können wir mit dem Fortuna Festival rechnen. Es kommt auf jeden Fall in altem Glanz zurück. Wir dürfen wieder nach Gold sammeln. Wir dürfen wieder schöne grüne Ausrüstung finden. Wir dürfen wieder das Gold ausbuddeln. Ich habe noch einige Sachen vom letzten Jahr von dem Gold. Ich bin auch schon gespannt, was es dieses Jahr für Ausrüstung geben wird. Aber das ist nicht das große Neue, um das wir heute reden werden. Es ist cool, dass das Fortuna Festival zurückkommt. Aber was die Information war, auf die ich mich richtig, also über die ich mich richtig gefreut habe, war, es kommt etwas ganz Neues an Updates, denn es kommen die Treasure Hunts, also übersetzt die Schatzsuchen. Was wir da uns darunter genau vorstellen können, ja, vielleicht so etwas in der Art der Archäologieritte, die wir ja schon kennen, also so ein bisschen rumlaufen, Sachen ausbuddeln, vielleicht ein bisschen eine Neuerung davon, dass wir sagen, okay, wir machen das nicht in der Art der von Archäologie, sondern vielleicht auch wieder so ein bisschen wie so eine Art Schnitzeljagd. Wir kommen näher, vielleicht solche kleinen Indikatoren. Es wird sich zeigen, wie sich das genau äußern wird, aber nicht nur das Fortuna Festival, sondern eben auch die Treasure Hunts werden sehr, sehr bald kommen. Vermutlich, vielleicht kommen sie sogar schon mit dem neuen Doyle's Abbey zusammen. Das heißt, wir werden vielleicht schon diesen Mittwoch, während ich jetzt dann in London bin, ein neues Event bekommen. Ich kann es nicht genau sagen, ob es diese oder nächste Woche sein wird, aber Star Stable hat mir ganz, ganz klar zu verstehen gegeben, dass das schon sehr, sehr bald der Fall sein wird. Es wird sich zeigen, was wir dann dafür bekommen. Bekommen wir vielleicht wieder so ein bisschen so ein, Indiana Jones Outfit? Bekommen wir wieder was, was wir dann nochmal nutzen können für Championate? Oder wird es vielleicht keine Werte haben? Es wird sich zeigen, weil es wurde ja auch angekündigt, was ihr ja schon in einem weiteren Video bei uns gesehen habt, dass man die Werte dann auch noch auf die Items draufpacken kann. Da wird sich zeigen, ob in Zukunft die Sachen vielleicht schon von vornherein Werte haben oder ob sie sehr, sehr damit spielen, dass wir dann die Werte verändern müssten, wenn wir das für Championate nutzen wollen. Aber schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr euch auf das Fortuna Festival freut. Ich muss sagen, ich freue mich da schon drauf. Ich fand das eigentlich immer ziemlich cool, dieses hin und her schwingende Pendel, die Buddel-Skills, dass wir zeigen können, ob wir in der Lage sind, 10 oder teilweise war es ja auch als Bug, 11-mal es schaffen, ordentlich zu buddeln für unsere grüne Ausrüstung. Und ich muss ehrlich natürlich sagen, ich bin wirklich gespannt auf die Treasure Hunts, auf die Schatzsuchen und was wir uns darunter genau vorstellen können. Ich habe, wie gesagt, nur so diese kleinen Spoiler davon bekommen, dass es darum geht, ja, ein bisschen mehr Zeit in einem Update zu verbringen als nur einen Tag, weil ich ja auch schon dort gesagt hatte, hey, wir würden uns mal wieder ein Update wünschen, was ein bisschen länger hält als nur einen Tag oder vielleicht nur so teilweise 30, 40 Minuten und dann waren wir durch. Und die Treasure Hunt soll uns auf jeden Fall ein bisschen länger beschäftigen. Ich freue mich darüber. Ich habe immer Bock an diesen Updates, die so ein bisschen länger dauern, wo wir dann jeden Tag so ein bisschen was zu tun haben während der Zeit des Updates. Aber würde mich natürlich auch über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Schreibt mir doch einfach mal rein, wie ihr das Ganze seht, ob ihr euch darauf freut und wann ihr denkt, dass wir damit rechnen können. Wird es diese Woche sein? Kommt es vielleicht mit dem neuen Doyle's Abbey? Oder wird es diese Woche Mittwoch vielleicht nur wieder ein eher kleineres, ein eher visuelles Update werden? Von daher, mich seht ihr am Freitag wieder, denn ich bin jetzt erstmal in London. Vielleicht bekommt ihr heute Abend noch einen Stream direkt aus der britischen Hauptstadt. Aber ansonsten sehen wir uns definitiv zu Star Stable am Freitag wieder. Von daher, einen schönen Tag euch, genießt das Update und die Zeit, bis ich wieder da bin.
Ciao, ciao.